Vielen Dank. Sehr freundlich. Danke sehr. Ich habe was festgestellt. Ich bin jetzt 36 und ich bin viel zu oft im Internet, Alter. Viel zu oft. Mir werden jetzt so durch den Algorithmus diese ganzen Männer-Coaches werden mir jetzt angezeigt. Alles zum Kotzen, ey. So Andrew Tate und so Leute, ne, die erklären, was so ein richtiger Mann ist. Ja? So, so ein richtiger Mann. Der wird morgens wach und beißt erstmal ein Nilpferd in den Kopf. Und ich so, nein. Ich war nie, also dieses klassische männliche Ding, ich habe den Eindruck, Männlichkeit ist so ein Wettbewerb, den jeder Mann auf seine Weise verliert. Unfassbar. In der Schule, okay? In der Schule war ich in zwei Fächern gut. Kunst und Musik. Singen und Malen. Was für meine niederbayerischen Klassenkameraden bedeutete, ah, schau her, der Maxi ist homosexuell. Das war das bayerische Toleranzmodell, was da griff. Ja, du, ich hab fein nix gegen einen, solange er so ist wie ich. Und es ist so krass, Alter. Eines Tages, das war richtig so mein Ego, dass ich in Kunst eine gute Note hatte. Das war so mein Kampf. Komischer Satz, ich weiß. Aber das war wichtig für mich. Und dann eines Tages in der 6. Klasse hatte ich eine 5 in Kunst. In Kunst. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte, das kriegt man erst, wenn man den Pinsel isst. Ich war völlig am Boden zerstört, bin zu meiner Mama gegangen. Mama, Mama, ich habe eine 5 in Kunst. Und meine Mutter, bist du dumm? So knallhart. Und meine Mama ist dann mit mir zum Elternsprechtag gegangen und wollte das klären. Mein Papa nicht, dem war das wurscht, der war im Wald Bären töten. Aber meine Mama ist dann mit mir zum Elternsprechtag zur Frau Meier, meiner Kunstlehrerin damals, ist sie hingegangen. Hat gesagt, Frau Meier, was geben Sie meinem Jungen so eine schlechte Note in Kunst? Wollen Sie, dass er der nächste Hitler wird? Ich verstehe, die Pointe ist hart, aber historisch korrekt. Und dann hat Frau Meier erklärt, warum ich eine 5 bekommen habe. Hier ist der Grund, warum ich eine 5 in Kunst bekommen habe. Ich sollte, die ganze Klasse sollte einen Mischwald malen. Und die Aufgabe war, wir sollten 5 unterschiedliche Grüntöne für diesen Mischwald benutzen. Ich habe nur 2 Grüntöne verwendet, wovon einer blau war. Arbeitsverweigerung, Note 5. Knallhart, Note 5. Und meine Mama, ganz cool. Ja, Frau Meier, vielen Dank, dass Sie mir das erklärt haben. Aber ich glaube, Sie haben das Werk einfach nicht verstanden. Und ich saß daneben. Hat sie? Und meine Mama sagt, wissen Sie, Frau Meier, mein Sohn hat einen Mischwald im Frühling gemalt, wo die Grüntöne noch nicht so mannigfaltig vorhanden sind. Das bedeutet, mein Sohn hat sich gegen Ihre Anweisung und für den Realismus entschieden. Kleiner Fun Fact von mir. Meine Mama labert komplette Scheiße. Aber sie hat das mit so einem krassen männlichen Selbstbewusstsein rübergebracht, dass sogar ich daneben saß und mir so eine Pfeife rausgeholt habe. Endlich versteht mich jemand. Alter, dann tatsächlich eine Note besser habe ich bekommen. Von einer 5 auf eine 4. Yeah. Eine 4 in Bayern. Das sind in Berlin 12 Einsen. Come on, come on, komm her, komm her, komm her. Das ist so geil. Deswegen ist Berlin super Stadt zum Comedy machen, weil man macht einen Joke über Berlin und Berlin ist so, ah, dieser Weg. Ja, er hat schon recht, er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt, ja. Ey, und dann ging das in der Schule rum, dass ich, der komische Junge mit guten Noten in Musik und Kunst, auf einmal eine Note besser bekommen habe. Alter,
beim Elternsprechtag beim nächsten ging's, da kam, die Väter, sogar die Väter kamen auf einmal, den gleichen Vätern, denen es sonst scheißegal war, was du in der Schule gemacht hast. Du könntest in Bayern brennend über den Schulhof laufen. Papa, Papa, ich brenne. Und Papa sagt, ja, irgendwas wirst du schon angestellt haben. Also irgendwas wird schon. Und dann kam da zum Elternsprechtag so erzkatholische Jürgens, weißt du, mit so Weihwasserschaum vorm Mund, so. Ja, was ist denn das für ein Scheißdreck? Warum kriegt der Städtenbauerbub wieder noch einen besser Zefix? Nur weil er nicht zu seiner Homosexualität stehen kann? Dann soll es doch einfach zugeben. Dann wissen wir zumindest, wen wir anzünden müssen, grotze Dicken. Immer werden diese Drecksminderheiten bevorzugt. Aber der normal vernünftig denkende Mensch wie ich wird ständig übervorteilt. Seit 12 Jahren schlage ich meine Frau. Und wer dankt es mir? Alter, mein letztes Schuljahr war einfach nur die rote Hochzeit aus Game of Thrones. Stühle flogen durch die Gegend, Tische wurden angezündet. Wir hatten einen Hilfslehrer aus Hannover, der wurde mit einem Speer durch den Anus aufgepfählt und am Ortseingang als Warntotem, als Schockeffekt für fremde Stämme aufgestellt, ja? Und drüber mit Blut wurde auf die Brust geschrieben, hau ab, du Saubreis. Und drunter, Leberkäse, 4,20 Euro. Vielen herzlichen Dank. Maxi Schettenbauer. Herzlich willkommen zu Till Reiners Endcard. Hier kann man es abonnieren. Hier gibt es andere Videos, die man sich angucken kann. Das war's auch schon wieder bei Till Reiners Endcard.